Kennst du das Geheimnis, weshalb du Kartoffeln in deine Zimmerpflanzen stecken solltest? In diesem Video verrate ich dir, wie das Ganze funktioniert. Doch dafür sollten wir etwas anders vorgehen, denn was du dafür brauchst, sind Kartoffeln, die du sowieso essen möchtest. Denn mit Sicherheit wirst du vorher die Schale entfernen, bevor du die Kartoffel dann zubereitest. Doch was machst du jetzt mit der Kartoffelschale? Wahrscheinlich wirfst du sie einfach nur in den Müll. Das solltest du auf gar keinen Fall mit tun. Nimm stattdessen ein größeres Glas und gib die Kartoffelschalen hier hinein. Achte darauf, dass das Glas groß genug ist, sodass du wirklich alle deine Kartoffelschalen hier hineinlegen kannst. Wenn du das gemacht hast, folgt der zweite Schritt. Dafür brauchst du noch etwas Wasser. Denn neben den Kartoffelschalen solltest du jetzt Wasser mit in das Glas kippen. Und zwar so viel, dass die gesamten Kartoffelschalen unter dem Wasser versunken sind. Jetzt musst du noch einen Deckel drauf geben oder falls du keinen Deckel für das Glas hast, nimmst du einfach etwas Alufolie und stülpst diese oben drüber. Und danach kommen diese Kartoffelschalen auch schon in den Kühlschrank. Denn hier solltest du sie jetzt für ungefähr eine Woche lang aufbewahren. In dieser Zeit können wichtige Nährstoffe aus der Kartoffelschale in das Wasser übergehen. Vor allem handelt es sich dabei um Phosphor, Kalium und Magnesium. Wenn die Woche rum ist, schnapp dir ein Gefäß sowie ein Sieb und schütte die Flüssigkeit hier hindurch. Denn wir brauchen eben nur die Flüssigkeit, wo die Nährstoffe jetzt drin sind. Die Schalen kannst du jetzt dann final entsorgen. Denn diese Nährstoffe aus der Kartoffelschale sind ebenfalls sehr gut für unsere Pflanzen. Für ein optimales Wachstum solltest du sie alle zwei Wochen mit diesem Kartoffelwasser gießen und die Schalen niemals einfach so entsorgen, wenn du welche übrig hast. Würdest du jetzt noch 11 wirklich geniale Auto-Lifehacks kennenlernen, die wirklich kaum einer kennt, aber jeder kennen sollte, dann schau dir unbedingt das Video an, welches du an dieser Stelle verlinkt siehst.